liebe Leute, das ist der ganze Krempel, den ich gleich mitnehme. Ich habe gleich ein Shooting und zwar möchte ich das mit der Fuji X-H1 machen. Auf dem Weg zum Shooting und zwar treffe ich da gleich auf den Micha. Micha ist Balletttänzer und der möchte gerne ein paar Fotos haben von einzelnen Ballettposen, Tanzposen und für eine Setkarte und so weiter und so fort. Und wir haben eine super geile Location gemietet und zwar einen alten Güterbahnhof. Und da fahren wir jetzt mal hin. Auto ist gepackt. Los geht's. Bis gleich. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Langsam aufbauen, los geht's. Wir sind jetzt hier im Güterbahnhof und ich habe hier den Micha bei mir. Micha ist Tänzer und wir wollen heute ein Tänzer-Shooting machen und haben uns ein paar geile Sachen einfallen lassen. Ich gucke mal, ich habe ein paar Rauchbomben mit, ob wir die noch mal einsetzen und ja, viel Spaß! Okay. Ja, das sieht jetzt cool aus. Mit dem Licht auch super. Auf die Plätze, fertig, los. So, wir haben erstmal ein paar Sprünge aufgenommen. Ich habe jetzt das 50-140 genommen, weil es das schnellste Objektiv ist, was ich jetzt gerade habe. Ich hatte am Anfang mit dem 56mm 1.2 natürlich abgeblendet angefangen, aber das ist natürlich sehr langsam. Und mit dem 50-140 bin ich eigentlich ganz zufrieden. Bein hier so dran, okay? Und guckst einfach so. Oder in die Richtung. Okay? Guckst du hier so in die Richtung. So, ich setze jetzt ein kleines Haarlicht. Wir machen jetzt mal zwei Varianten. Ich habe jetzt hinten noch einen lichten Aufheller von hinten positioniert und ich mache jetzt mal zwei Varianten. Ich werde jetzt gleich einmal von vorne nochmal aufblitzen, werde das geschlossen blendig, jetzt werde ich die Blende etwas offen lassen und wir gucken mal, was rauskommt. Ich habe jetzt gerade eine Idee. Micha, kannst du ein bisschen weiter ranrücken, weil ich finde gerade die Säulen ziemlich cool. Ja, das ist super, das gefällt mir sehr. Anfänger, die wir jetzt machen, wir machen eine leichte Spagatübung mit gestreckten Armen nach vorne in die Parallele. Super, ja? Ja.
Jetzt kommen wir zum finalen Bild. Ich habe Rauchpatronen mitgebracht. Ich hoffe, dass das hier in der Halle so geht. Ich möchte, dass der Micha jetzt gleich durch eines dieser Tore hier springt, was ich vorher mit der Rauchpatrone zugeräuchert habe. Ich muss mal gucken. Sprinkleranlage habe ich hier nicht entdeckt. Und wir müssen auch anschließend ganz ordentlich durchlüften. Finales Foto. Wir konnten es leider doch nicht drin machen, weil überall Rauchwälder waren. Und ich glaube, das hätte Ärger gegeben. Deswegen machen wir es jetzt draußen. Okay, nimm mal richtig Anlauf. Ja, geile Nummer, wa? Hat jetzt nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Der Wind war jetzt doch ein bisschen doll in eine Richtung. Aber ich gucke mal, was ich für ein Bild rausgekriegt habe. Und wir schauen uns ein paar Bilder an. Fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, drückt die Glocke. Ciao!